Alter, die lasse ich die Schraube so dermaßen vergoldet. Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Das hier soll heute mal so ein Video sein, wo wir was ausprobieren. Und zwar ist heute der liebe Marius dabei. Hallo. Und wir bauen einen Kameradolly. Das ist für ein ganz, ganz großes Projekt, was bald kommen wird. Und ich werde das Teil heute mit Marius bauen. Und da werden wir die Gelegenheit heute mal nutzen, dass ich mal das Ganze mit einem Kameramann filme, um zu schauen, wie das Ganze wird. Für die, die nicht wissen, was ein Kameradolly ist, das ist quasi ein Teil, wo wir in dem Fall das Stativ da draufstellen werden. Da haben wir hier solche zwei Laufschienen und das sind in dem Fall hier unsere Rotierrohre. Und da kommt später ein Brett drauf, wo man dann ein Stativ draufstellen kann. Und dieses Stativ läuft dann auf einem Brett mittels Rollen über hier unsere HT-Rohre und so kann man halt einfach bewegte Filmfahrten machen und die sehen dann ziemlich cool aus. Das werdet ihr aber später im Anschluss vom Video noch sehen, wie das Ganze dann in Action aussieht. Wenn ihr euch mal grundsätzlich ein Making-of angeschaut habt, da seht ihr auch oft solche Kameradollys. Das sind dann teilweise wie solche kleinen Zugschienen, wo dann auch Leute drauf sitzen mit fetten Kameras. Aber weil das alles ziemlich teuer ist, wenn man es kauft und das in dem Fall gar nicht so teuer sein muss, bauen wir es heute selbst. Und vielleicht findet ja der eine oder andere von euch Verwendung dafür. Wir bauen das Dolly hier für dieses Stativ. Das bedeutet, das Stativ steht später auf dem Dolly und man schiebt das ganze Teil halt einfach mit dem Stativ. Ich habe hier zufällig noch ein dickeres Buchen-Leimholzbrett und das hat eigentlich so die Größe, wo wir finden, dass das ausreichend ist. Und dadurch, dass das hier ein bisschen schwerer ist, wird das dann auch laufruhiger laufen. Wir werden aber später noch was Kleines dann reinbringen, damit das hier oben nicht so schnell kippelt. Das seht ihr aber dann später im Video. Aber die Größe sollte erstmal ausreichend sein. Wir schneiden als nächstes aus dieser Siebdruckplatte, weil ich davon immer noch Reste habe, schneiden wir erstmal Streifen und da schneiden wir dann später 45 Grad Winkel dran, damit wir daraus dann die Laufführung schneiden können, wenn das Sinn ergibt. Das hier sind unsere Führungsschienen. Oh, oh. Wir haben hinter der Kamera das jetzt erstmal ausprobiert, ob das überhaupt gut funktioniert. Wir haben hier diese 45 Grad Streifen und da sind hier diese kleinen Rollen draufgeschraubt. Und in denen läuft jetzt quasi das Rohr, wo dann später unsere Schiene quasi symbolisiert. Und die läuft richtig sauber da drin. Und jetzt ist das einfach nur noch eine Sache, das Ganze, was wir hier gemacht haben, auch auf der anderen Seite festzuschrauben. Alter, das ist aber nichts, ne? So irgendwie. Das funktioniert eigentlich viel zu gut. Oder so was. Ich habe gerade Besuch von Marius und wir bauen ein Kameradolly. Wir haben es gerade mal ausprobiert, wie gut das Ganze funktioniert. Wenn man das Ganze benutzt, sieht es nicht so gut aus, aber die Videodateien sehen echt ziemlich krass aus. Und jetzt müssen wir noch irgendwas bauen, dass hier diese Teile im richtigen Abstand zueinander liegen. Und das soll nicht zusammen. Und das soll nicht immer zusammengeschraubt sein, damit es halt eben nicht so riesig ist, wenn man die Rohre so einzeln trägt. Wenn man die Rohre einzeln tragen kann, das wäre natürlich besser, als wenn das immer so ein riesen. Mann, die Werkstatt ist viel zu niedrig. Komm, hier kann ich ein bisschen, hier passt. Wir bauen jetzt einen Halter, dass hier diese Kackrohre richtig liegen.
Warte, das Pilz, Alter. Mal, ob das doch funktioniert. Ich probiere mal was aus, wenn ich einfach ein Loch bohre, was mir dann hier reinstecken würde. Ich glaube, das ist ziemlich geil. Wir wollten zu Beginn eigentlich irgendwie hier diese Halter so gestalten, dass man die Rohre reinlegt, aber das hat dann nicht so gut funktioniert. Und jetzt haben wir es im Endeffekt auch ein bisschen anders gemacht. Wir haben einfach Löcher in hier so ein Stück Siebdruckplatte reingebohrt, damit die Rohre drin ruhen. Und das funktioniert relativ gut. Wir haben es auch schon so ein bisschen ausprobiert. Und zwar läuft das Dolly jetzt hier auf diesen Rohren relativ gut. Jetzt müssen wir natürlich schauen, dass hier unser Stativ, dass das nicht so leicht hier oben auf dieser Platte rumwackelt. Und aus dem Grund werden wir es erstmal probieren, hier so ein paar Löcher reinzubohren, damit das ein bisschen vertieft drin steht. Wenn das Stativ einfach so drauf stehen würde, dann würde der liebe Marius, weil da kein Gefühl... Gut, er hat schon viel gefühlt. Nee, komm, das war fies. Wenn das Stativ einfach so drauf stehen würde, dann würde es sehr wahrscheinlich relativ schnell anfangen rumzukippeln. Und damit wir das ein bisschen verhindern werden, bohren wir jetzt ein paar Löcher und schauen mal, ob das schon ausreicht. Oh oh. Dann soll das in etwa so ausschauen. Das ist so schön. Das ist so eine schöne Sache. Geil. Wir wollen ja, oder der Marius will eher gesagt, dass man das Ding so ein bisschen verlängern kann, damit man auf 4 Metern, also zweimal diese Rohre, so einen Dolly hat. Und dafür drechseln wir uns jetzt einfach hier dieses Kupplungsstück, benutzen wir ein Stück Holz, das kann man dann ineinander schieben, sodass man die Teile einfach zusammenstecken kann. Und da drechseln wir die einfach schnell auf den Durchmesser, was dann hoffentlich direkt passen wird. Aber ohne kommt auch ins Wachs. Naja. Moment, ich hab doch da meinen Superhelfer. Das ist super. Machen wir noch einer. Wir haben jetzt gerade hier solche Adapterstücke gedrechselt, die passen hier ziemlich genau rein und damit kann man Rohre dann verlängern quasi. Und das probieren wir jetzt mal aus. Alter, das ist echt ziemlich cool. Jetzt könnte ich quasi das Ding noch immer verlängern, ne? Das ist so geil. Wir haben jetzt hier diese Adapterstücke gedrechselt und so KG-Rohr, HT-Rohr in dem Fall, die sind ja immer so leicht angefasst, damit man sie normal besser zusammenstecken kann. Wenn die jetzt bei der Überfahrt stören, könnte man das immer noch mit Isolierband ein bisschen ausnivellieren. Da muss man jetzt erstmal schauen, ob das überhaupt so stark auffällt. Das ist jetzt der erste Test. Jetzt probieren wir mal das
Dolly aus und schauen einfach mal, wie gut das Ganze funktioniert. Und ich denke, das könnte relativ cool aussehen, so schlussendlich. Ihr habt es ja jetzt gerade gesehen, dass das Teil ein bisschen gewackelt hat, als wir hier über diese Stelle gefahren sind. Aber wenn es dann echt so wichtig ist und wenn man das irgendwie nicht noch am PC später ein bisschen ausbessern kann, bessert man es einfach direkt mit ein bisschen Isoband aus. Das soll es dann mit dem Video für heute gewesen sein. Schön, dass du bis jetzt am Video dran geblieben bist. Und ich kann dir mal zeigen, wie das aussieht, wenn das jemand benutzt. Ist auf jeden Fall ganz spaßig. Und vielleicht ist das ja für den einen oder anderen interessant. Und dann wisst ihr jetzt, wie man das günstig nachbauen kann. Danke, dass du bis jetzt am Video dran geblieben bist. Und bis zum nächsten Video. Ciao.